Willkommen zu Civilization 5. Go! Wir dachten, wir machen jetzt mal ein bisschen Wir wollten ruhigeres Spiel. auf den Strategiespielstrang springen. Mein Gott. Genau. Und ja, wir haben direkt mal ein Spiel angeschmissen mit vier Computergegnern und wir beide. Genau, ich spiele Washington und der Sven, der spielt die Shoshonen, die schön wohnen. Genau, die Shoshoshone mit Shoshone. Pocatello. So heißt der Typ. Pocahontas, ne? Pocatello. Fange ich an? Es ist egal, wir können gleichzeitig ziehen. Ah, wir ziehen gleichzeitig gut. Also wir sehen jetzt nicht, was der andere macht. Ihr seht jetzt erstmal nur, was Tim macht und ich kann hier ja die Scheiß bauen, wie ich will. Okay, das ist gut, weil ich habe das Spiel, wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht ganz so fit darin. Ja, Deswegen so werde ich kacken. wahrscheinlich ganz viele Fehler noch machen. Ich habe schon mal zum Handeln sehr schöne Sachen hier. Ich habe zweimal Silber, ich habe Vieh, ich habe Steine, ich habe Baumwolle. Ja, wie man hier sieht, hier kann ich jetzt, ich habe jetzt gerade Washington errichtet, meine Hauptstadt oder meine erste Stadt. Hier sind meine, was sind das, Speer, die man direkt dabei hat? Das müssten Krieger. Speer sein. Achso, du, ja, du hast Krieger, ich habe Fährtenleser. Das ist Okay. eine der Fähigkeiten der Shoshone. Okay, was baut man als erstes nochmal am besten? Es ist so eine Mischung aus ein Speer, wenn man ihn nicht hat, ist nicht verkehrt. Ich habe jetzt direkt Fährtenleser, du hast einen Krieger. Dann baue ich erst die Speer. Und ich baue als erstes einen Bautrupp, weil Ich ich habe ja so dann gesehen Fährtenleser schon. gucke ich noch, auf was ich mich spezialisiere in meinem Technologiebaum. Ich habe hier Keramik, Tierzucht, Bogenstraßen. Ach Quatsch, Bogenschießen. Ich merke gerade, dass ich meine Brille nicht aufhat. Muss ich in der nächsten Folge mal anziehen. Und den Bergbau. Ich werde mich tatsächlich für den Bergbau als erstes entscheiden. Kann man oben rechts dieses Chatfenster eigentlich irgendwie ausblenden oder klein machen? Weil ich brauche es ja gerade nicht. Stimmt, ich habe das eigentlich sonst nie. Das ist nur Multiplayer. Ich guck gleich mal, ob ich das. Ah, Chatbereich umschalten, da geht's Wie doch schön. machst du das? Da auf diesem Mikrofon. Warum auch immer. Ah, okay, gut. Ich drücke dann auf nächste Runde. Ich bin nämlich soweit. Genau, ich habe auch schon gemacht. Jetzt ziehen die Barbaren und die anderen Völker, während wir Genau. warten. Wer es nicht kennt, das ist so ein rundenbasiertes Strategiespiel, sage ich mal. Die Felder hier sind in Hexagone, sind das, glaube ich, ne? Genau, Hexagon. Eingeteilt. Es geht darum, dass wir auf verschiedene Arten gewinnen können. Entweder über Wissenschaft, indem wir sie halt, ich sag mal, indem wir so weit sind mit unserer Wissenschaft, dass wir sie dominieren. Genau. Kultur, dass jeder unsere Popmusik hören will oder unsere Jeans kauft und so. Ist doch so, oder? Ja. Wie kann man noch gewinnen? Ja, über Zeit, wer nach 500 Runden die meisten Punkte hat, das haben wir aber ausgemacht. Dann über die Weltherrschaft, wenn wir alles eingenommen haben, oder aber über Politik, dass uns jemand zur Weltherrschaft, zum Weltherrscher ernennt. Ich habe Ruinen entdeckt. Ah, okay, dann du glücklicher. Noch ein Fortschritt ist Shoshone. Gut, ich kann jetzt hier nicht mehr viel machen. Ich kann eigentlich nur warten ein paar Runden, bis meine Speer gebaut sind. Danach baue ich einen Bautrupp, damit ich mir ein bisschen was abbauen kann. So, aus meinen Speeren wurden jetzt Kompositbogenschützen. Ich habe nämlich den Vorteil, dass die Shoshone sich in Ruinen aussuchen dürfen, was sie erhalten. Das ist irgendwie ein bisschen fies. So, jetzt sind wir wieder dran. Okay, benötigt Befehle. Ich spiele Nochmal jetzt erstmal mit meinen Kriegern so ein bisschen aus. Und ich habe eine Ruine entdeckt. bin gespannt, wann wir uns finden. Da ist sie. Wir könnten dann am Arsch der Welt sein. Ja. Oder nebeneinander, dann werde ich dich plündern. Haha, klar. Ich komme mit schon um die Ecke. Wir haben uns noch nicht entschieden, ob wir zusammenspielen, ne? Das Ja, wir können ist. das frei Schnauze entscheiden. Entweder machen wir uns fertig oder wir sagen, komm, wie wir plündern Österreich oder so oder Afrika. Daher, dass ich Amerika spiele, wäre Afrika so mein Ziel. Benennst ich eigentlich müsste ich meine Städte umbenennen. Kann man das? Ja, das kannst du. Du gehst auf die Stadt, dann kommst du ja in diesen Stadtbildschirm, sage ich mal. Und dann kannst du oben bei den Namen steht unten rechts Edit. Und da kannst du Namen umschreiben von der Stadt. Ach nee, ich mag das so, diese ganzen. Ich habe die ganze Zeit, ich wollte unbedingt, ich habe, als ich Deutschland gespielt habe, wollte ich die ganze Zeit, dass Düsseldorf gebaut wird und es kam und kam nicht. Weißt du, was bei mir als erstes gebaut wurde? Köln. Köln. Habe ich direkt umbenannt in Düsseldorf.
Ja, bei mir war Hamburg tatsächlich eine Hafenstadt. Das finde ich auch ganz gut. Schokolade! Oh nee, Kakao. Ist aber eine Schokostange drauf. Ich möchte aber umbenennen. Ich finde die Shoshone ja ganz, ganz interessant und so. Oh, ich habe eine Stadtstadt entdeckt. Singapur. So, ich drücke jetzt hier erkunden, damit die automatisch erkunden. Will jetzt eine Produktion. Ich werde jetzt den Bautrupp bauen, damit ich hier ein bisschen was Hast du hier abbauen kann. unterschrieben? Okay. Sekunde, So. hast du schon? Ich habe 100 Gold erhalten, weil ich die Ruine geplündert habe. Und scheinbar ist hier. Mist, ich hätte die Stadt. Ah, ich hätte ein bisschen mehr nach rechts gehen sollen. Dann hätte ich eine Hafenstadt. Das heißt, dass ich da unten wahrscheinlich eine bauen werde. Noch. Achso, ich muss noch nächste Runde klicken. Das wird noch ein paar Mal passieren, dass ich das verpasse. Oh, ich glaube, ich kenne diese Map. Ich glaube, die Map hatte ich schon mal. Bist du das nicht? Was? Wo? Doch, das sind deine Kompositionsbogen. Oh, Deine Bogenschützen, Kompositbogenschütze. ja, Ja, meine bisschen. Ach, bist Kompositions. du das da? Ja. Ach du Scheiße. Tja, jetzt wird's schwierig. Ja, ich sehe dich auch schon als unten. Gott, wir sind auf einer Insel. Na toll. Ich nehme mich jetzt direkt ein. Hallo, ich habe Okay. Du Arsch. Kompositbogenschützen. Oh, ich muss noch nächste Runde drücken. Ja. Oh ja, ich sehe da deine amerikanischen Speer. Ich will deine Grenze noch erkunden. Da bist du. Oh, meine Wissenschaft ist fertig. Das ist ja schön. Ach, da ist auch deine Grenze. Siehst du sie schon? Wo ist meine Grenze in Ruhe? Sie klauen unsere Jobs. Unsere Jobs. Nee, ich verpiss mich da von dir. Ich mag dich nicht. Mein Bautrupp ist gleich fertig. Meine Grenze, was du hier schon sehen kannst, wundert mich. Oh, So. ja, jetzt sehe ich's. Da, deine Krieger. Mosonkani. Ja, das ist der Standardname. Die Shoshonen haben halt shoshonische Namen. Shoshonische Namen. Ich kann eine Forschung wählen. Ich glaube, ich kenne diese Insel Hier tatsächlich. gibt es auch schon ein Das paar Empfehlungen. Also hier empfiehlt mir zum Beispiel der Wissenschaftsberater der und faule der Mongo. Wirtschaftsberater die Tierzucht. Und ich werde auch tatsächlich die Tierzucht mir nun auswählen, weil ich ja auch Tiere in der Nähe habe. Ich auch. Also ich habe Vieh. Und Pferde. Oh Gott, Pferde. Moment, das muss ich mal direkt einkaufen. Hier das Geländefeld. Gekauft. Halt dich weg von meine. Fiekschnitzel. Nein, nein. Nein, wieso habe ich jetzt auf nächste Runde gedrückt, ich Idiot? Hä? Toll, jetzt kann ich hier nicht mehr vorbei. Weil wenn ich jetzt da durchlaufen würde. Krieg! Krieg! Ja, da kann man manch, da wurden mir schon manch Einheiten eingebaut. Ja, mir auch. So, kann jetzt auch nur nächste Runde machen. Wo sind meine Speer? Da. Lauf gerade bei dir ein bisschen rum. Oh, guck mal, da gibt's Bison. Ich dachte, da gibt's Bier, wolltest du gerade sagen. Ja, genau. Da wachsen die Biertiere. Outro ist gleich fertig. Das dauert bei mir noch. Ihr seid Singapur begegnet. Oh, guck mal, hier oben ist Singapur. Und die habe ich auch schon entdeckt. Aber es ist noch Oh, nicht oh, erklärt. oh. Was ist. Bei mir sind Barbaren. Ja, ich meine, sind gerade bei den Barbaren, aber ich glaube, ich kriege die nicht alleine hin. Ah doch, wird knapp, weil wenn man jetzt hier guckt, hier unten unbedeutender Sieg, da sieht man so, dass ich knapp gewinnen würde. Da sind Barbaren in meiner Festung, ist das Problem. Ach so, das ist schlecht. Ich könnte jetzt einfach mal angreifen, ich versuch's einfach mal. Ach so, du hast die Kampfanimation ausgestellt, oder? Oh, die habe ich drinnen gelassen. Oh, ja, normalerweise sieht man jetzt eine Kampfanimation, ist irgendwie nicht gekommen. Oh, schneller Mehrspielerkampf, warte. So. Bei Okay. Option musst du das selber einstellen. Okay, ich finde das ein bisschen immer spannender. Ja, ich mag das auch. Ich habe das extra drin gelassen, aber du musst das wohl selber noch einstellen. Ach so, wo kann ich das denn einstellen? Wenn du Escape, Optionen, dann ist da rechts bei schneller Mehrspielerkampf ein Haken drin. Den musst du rausnehmen. Schneller? Nee. Wenn ich Escape drücke. Du drückst Escape und dann Option. Ah, okay, ja gut, ich dachte. Dann hast du rechts unten schneller Mehrspielerkampf. Da war bei mir ein Haken drin. Nee, ist bei mir nicht. Dann Komisch. probier's nochmal. Also jetzt gleich. Ja.
Ne, die sind schon in meiner Grenze hier, die Barbaren. Die barbarischen Barbaren. Barbarpapa und so. Was wollte ich noch erklären? Ja, das kann ich gleich erklären in der nächsten Runde. Wenn ich meine Einheit... Ach, shit! Ja, und die spawnen jetzt natürlich neue. Jetzt wird es natürlich ein Sabu? bisschen schwieriger. Oh, fuck, 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 fuck. Die wollen auf meinen Bautrupp, ihr kleinen Drecksäcke. Ja, weil die können auch Bautrupps übernehmen. Entführen, ja. Ein Pantheon wurde gegründet. Ach du Scheiße. Ich habe schon Pantheon gegründet. Okay. Ja, sieht man, sollten die mich jetzt noch angreifen, was sie wahrscheinlich machen, werde ich hier meine Krieger verlieren. Ich hoffe mal auf die dumme KI. Das könnte aber schwierig werden. Scheiße. Fuck. Die sollten jetzt auch nicht meine Stadt angreifen. Kannst du mir nicht mal helfen? Ich bin hier gerade selbst mit meinem Barbaren beschäftigt, ja? Na toll. Speer. So, nächste Runde. Okay. Oh, scheiße. Mosakani kann einen Gegner angreifen. Ja, und damit habe ich die bösen Barbaren vernichtet. Oh, ich sehe da oben. Warte, ich komme dir zur Hilfe. Fuck. Ja gut, wenn die mich jetzt noch angreifen, ah, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Wie lange braucht mein Bauch... Ach, Mist. Ja, ich... Wie lange braucht mein Bautrupp noch? Da kann man jetzt mal gucken. 6 Runden braucht mein Bautrupp noch. Natürlich jetzt ein bisschen schlecht. Scheiße. Mein Bautrupp ist gerade schon am Bauen. Fuck. Oh, ja, die greifen mich an. Also ich habe normale Kampfanimationen drin. Mist. Ja, ich jetzt auch, aber gut, jetzt ist meine Einheit zerstört. Ist natürlich jetzt nicht so gut. Ich räche dich. Meine Bogenschützen machen sie kalt. Hallo, ihr sollt weiterbauen. Na, vielleicht geht ihr erstmal in Sicherheit So, jetzt hier. kann man hier noch gucken. Die empfehlen mir jetzt Wirtschaftsberater und Auslandsberater, die Keramik zu erforschen. Mein Wissenschaftsberater, die Fallensteller. Damit kann ich ja Jägerlager errichten. Genau. Oder ein Zirkus. Ich glaube, ich baue aber tatsächlich erstmal die Keramik aus. Die Keramik ist zum Beispiel sehr nett, wenn man dann weiterkommt auf das Forschungskalender und dann kann man nämlich Plantagen errichten. Plantagen sind nämlich sehr, sehr wichtig So, und vor allem jetzt nützlich. kann ich in der nächsten Runde hier abbauen. Und ich baue jetzt mal ein Monument, steigert die Kultur einer Stadt und beschleunigt so den Flächenwachstum. Baue ich auch mal. Ist jetzt So, ich habe die wahrscheinlich auch so ein bisschen... Barbaren getötet, die dich gekillt haben. Okay, das ist sehr gut. Schade. War jetzt wahrscheinlich schon mein erster Fehler, dass ich da ein bisschen zu viel zeigen wollte. Jetzt kann ich hier... Wird mir auch... Barbarenlager entdeckt! Jetzt wird mir hier nochmal empfohlen, in der Bauaktion, wenn ich jetzt hier auf diesem, ich glaube, Goldvorkommen stehe, eine Mine zu errichten. Und das werde ich jetzt auch machen. Jetzt bauen die hier eine Mine. Was man hier noch sieht, das ist zum Färben, das ist Wald, das ist Tier. Wichtig ist eigentlich auch nochmal, also so habe ich es für mich herausgefunden, schnell so eine Hafenstadt zu errichten. Hier zum Beispiel sieht man jetzt noch Fische, die kann man abbauen, ist auch immer eine gute Quelle. Das wird auch so langsam kommen, weil wenn die wachsen, kann ich hier einen Hafen, kann ich eigentlich hier recht schnell, nee, keine Hafenstadt. Mist. Ja, ich werde dich wahrscheinlich hier unten irgendwo bauen. Naja, gut. Hast du dieses Barbarenlager schon angegriffen? Ja, ich habe auch schon einen fast, also da war eine Gruppe, es waren 2 Gruppen, eine hätte ich schon fast getötet, aber dann sind die mir in den Ja, Rücken gefallen. ich habe eine Gruppe jetzt gerade noch gekillt und da oben sehe ich noch eine Gruppe von Barbaren. Scheiß Barbaren, ey. Oh, ich muss auf nächste Runde drücken. Also meine erste Civilization-Runde, die ich gespielt habe, habe ich auf Krieg gespielt. Ich habe dann einfach jeden eingenommen, der bei mir in den Ecke war und Krieg geführt. Bei der zweiten habe ich eher gemächlich und da merkst du auch, du kannst halt sehr gut gewinnen, weil einfach dir dann auch viel geschenkt wird. Also ich habe dann Ländereien und Städte geschenkt bekommen, weil ich einfach mächtig war. Also lohnt sich beide Richtungen. Wobei Krieg ist halt ein bisschen stressiger. Genau. Man kann sich auch sehr gut einbunkern. Oh, da oben sehe ich die Schweden. Wir haben die Schweden. Oh, ich kann Politik einführen. Was nehme ich denn? Hier oben sieht man so ein bisschen den Fortschritt. Hier zum Beispiel Keramik heißt noch 2 Runden. Dann kann ich das nächste erforschen. Dann ist die Keramik für mich entdeckt. Wie man sieht, hier so mein Bereich wird auch immer größer. Das hatte ich am Anfang nicht. Der wächst so langsam. Man kann aber auch Bereiche zukaufen. Kann man auch machen. Mache ich aber meistens erst später. Oder wenn es irgendwas gibt, was ich unbedingt haben möchte.
Ich bin gerade nicht sicher, was für eine, wie sagen wir, was für eine Politik ich einführen soll. Das muss ich nachher auch noch gucken. Das ist im Moment Während du da nicht ein mehr. bisschen überlegst, kann ich hier noch mal ein bisschen durchs Menü gucken. Wir haben hier einmal die Sozialpolitik, da kann ich hier schon mal gucken. Da geht es nachher, ja, was der Sven jetzt gerade überlegt, welche Politik er einführen gibt, kann, will. Einmal die Tradition, Unabhängigkeit, Ehre, Frömmlichkeit und die anderen sind erstmal noch gesperrt. Also ich hab mich jetzt für die Tradition entschieden. Genau. So Tradition, wie man hier so sieht. Aristokratie kann man da machen, Oligarchie. Und da gibt es auch die jeweiligen Boni für. Ehre werde ich wahrscheinlich nicht machen, weil ich nicht auf Krieg spielen werde. Ich auch nicht. Hatte ich was nicht vor. Wenn, dann bunkere ich mich in die Stadt ein. So, jetzt sind wir in der nächsten Runde. Ich warte immer noch. Also Keramik ich mache jetzt nächste Runde. In der nächsten Runde ist meine Keramik auch entdeckt. Wie gesagt, ich bin jetzt noch kein Profi. Ich habe mich jetzt so ein bisschen hier durchgespielt. Ein paar Runden gegen Computer gespielt. Das ist das erste Mal, dass ich Multiplayer spiele. Was haben wir jetzt noch? Noch Kulturübersicht. Da kann man jetzt ein bisschen gucken. Das sind so meine Städte. Ist bis jetzt nur Washington. Hier kann man gucken, wie die Kultur produziert. Tourismus, große Werke der Stadt, Amphitheater, Museen. Was habe ich davon schon? Ob ich einen Palast habe, ist noch nicht alles so weit. Und hier kann man nochmal so gucken. Malfurias ist hier, das sind die Zivilisationen, die es noch neben mir gibt. Ich stehe auch jetzt gerade im Ranking ziemlich unten mit 43 Punkten. Und hier sind nochmal die Städte, die Stadtstaaten, Singapur und Bukarest habe ich jetzt hier. Hast du die Schweden jetzt auch entdeckt, wenn ich die entdeckt habe? Nee, ne? Nee, Schweden habe ich noch nicht, oder? Nee, habe ich noch nicht. So, jetzt habe ich eine neue Forschung, kann ich mir hier aussuchen. Da kann ich das Bogenschießen oder die Schrift. Da habe ich jetzt noch nichts. Das Segeln bringt noch nichts, weil ich keine Hafenstadt habe, aber das ist auf jeden Fall sehr wichtig, gerade wenn man noch mal so ein bisschen, das mache ich sehr gerne, wenn hier Frachter, Handelswege finde ich immer sehr, sehr wichtig Das anzulegen. stimmt. Deswegen gucke ich gerade, ich habe keine Brille an. Deswegen muss ich ein bisschen an den PC ran. Meine Shushushonen sind bereit, ein Barbarenlager auszuheben. Ich habe alle Barbaren getötet. Und die haben sogar ein Level abbekommen. Ich überlege gerade noch, was ich baue. Also ich habe jetzt ein Monument gebaut und jetzt baue ich gerade einen Schrein. Was baue ich denn jetzt? Danach baue ich, glaube ich, einen Siedler. Ich habe auch meinen ersten Handelsweg. Aber pff, bis ich eine Karawane habe, ey. Ja. Oh, jetzt sind da neue Barbaren gespawnt. Ich glaub's nicht. Okay, jetzt ist hier mein Bogentrupp fertig. Mein Bogentrupp, mein Trupp hier, den tue ich jetzt hier rüber und die werden mir nachher hier so eine kleine Farm bauen. Ich kann hier noch eine Produktion wählen. Den Kornspeicher könnte ich jetzt bauen, wird mir auch empfohlen vom Wissenschaftsberater oder Siedler. Siedler wäre eigentlich gar nicht so blöd, weil dann kann ich mir noch ein zweites Standbein bauen. Was gar nicht so schlecht wäre. Also ich werde mich wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob in deine Richtung ausbreiten, weil ich glaube, hier ist nicht mehr viel Ja, ich bei mir. wollte hier ins Meer. Ich wollte unbedingt eine Hafenstadt haben. Ich kann jetzt eine Politik Wo willst du denn da einführen. bei Singapur oder was? Nee, da unten. Ah gut, dann baue ich mich da bei Singapur. Dann gehe ich runter. Ich kann jetzt mal gucken. Frömmlichkeit. Da habe ich organisierte Religion. Ist jetzt nicht so meins. Unabhängigkeit. Da kann ich die Republik. Oder Staatsbürgerschaft. Oder die Tradition machen. Ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, das hast du auch gemacht. Ich werde aber auch die Tradition nehmen. So. Tradition. Ich hätte eigentlich die Deutschen spielen müssen. Ja, Bismarck wäre das Dann hätte dann. ich als Deutschen das Judentum verbreitet. So, sterbt Barbaren. Das wurde mir jetzt auch angezeigt. So, jetzt baue ich hier, jetzt kann ich mich hier entscheiden, ob ich eine Mine errichte oder ob ich einen baue, weil ich brauche ein bisschen mehr Ernährung, also Nahrung meine ich natürlich. Du kannst die einzelnen Symbole auch noch einblenden, die Ertragssymbole, wo dann steht, dass dieses Feld drei Nahrung gibt und dieses Genau. Feld Geld und so. Was ich immer drin habe, sind zum Beispiel die Ressourcensymbole, weil du dann immer im Blick hast, was du da gerade für Ressourcen in deinem Gebiet hast oder was du jetzt noch erwerben kannst. Und die stören auch nicht. So, ich kann meine erste
kleine, ja, was sagt man denn dazu? Hast du jetzt. Sozialpolitik. Warte, Richtig. Kabul bist du nicht, ne? Nee, Quatsch. Nein. Nee, nee, weil meiner ist hier gerade bei Kabul und die kämpfen auch gerade, die haben eine Grenze Barbaren. So, das Barbarenlager ist ausgeräuchert. Naja, deswegen dachte ich kurz, das wärst du gewesen. Ich kann jetzt nicht viel machen, ich kann nur nächste Runde drücken. Da wurde wieder ein Pantheon gegründet. Die Schweden haben ein Götterpantheon gewählt. Die kleinen Säcke. Ich kann auch nicht, wie gesagt, so spannend ist das nicht. Deswegen, Ja, ich das kann jetzt kann auch. mit der Dauer. Oh, da, was haben wir denn da? Die Äthiopier haben wir noch. Bin ich Okay. gerade Speerkämpfer mir in die Grenze gekommen. So, dann der nicht jetzt den hier. Wunder, bei Wunder ist es so, wenn wir die bauen können, jede Zivilisation, also wenn du das Wunder bauen würdest, könnte ich es nicht mehr bauen. Das ist dann weg. Genau. Alter, verpisst euch hier, ihr Äthiopier! So, hier sieht man, eine Kultur kann eine hat eine Politik eingerichtet. Ich werde wahrscheinlich hier unten gleich meine Zivilisation bauen, also meine Siedler hinschicken. Oder wahrscheinlich hier. Ich muss mal gucken. Ich mag das so ein bisschen, wenn die Städte aneinander schließen, wenn sie wachsen. Deswegen muss ich das jetzt gleich mal ein Ja, bisschen das stimmt. einschätzen. Hier unten wäre das zu klein, dann wäre die Stadt. Wobei das würde auch gehen. Ich würde halt gerne gucken, wo Also Fische in der Nähe sind, weil ich ich möchte würde einfach zu Fisch dir machen. kommen. Ich würde in deine Richtung meine neue Stadt errichten. Ich werde hier unten auf jeden Fall bauen, weil ich muss eine Hafenstadt haben. Nach oben ist zu wenig Platz. Ich werde nach links von dir bauen. So gesehen unter mir. Ja, das wollte ich auch. Ja, Echt? sonst baue ich. Wo wolltest du etwa bauen? Oh, ich kann eine Politik Ja, einführen. 1, 2, 3, da ungefähr, wo die Aristokratie. Pferde sind. Oder stationäre Einheiten kosten keinen Unterhalt und Städte mit einer Garnison halten. Ist jetzt nicht so meins. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal die Aristokratie machen. 15% Produktion auf Bau von Wunder und plus 1 Zufriedenheit pro 10 Bürger in einer Stadt. Werde ich machen, weil Zufriedenheit ist auch immer wichtig. Und ich mache die nächste Runde. Die bauen hier jetzt gerade auch das Feld. Die haben eine Mine. So, mein Bautrupp ist wieder bereit. Ihr seid dem Vatikanstaat begegnet. Oh, der Vatikanstaat ist auch da. Schön. Ja, der ist gerade hinter den Grenzen. So. Meine Speer dümpeln hier irgendwo in der Pampa rum. Ja, das haben meine auch. Wie gesagt, man kann das, ja, weiß gar nicht, ob ich das vorhin erklärt habe. Man kann die einstellen, dass sie automatisch erkunden. Habe ich auch recht spät rausgefunden, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber am Anfang mache ich das immer noch gerne selber. Also später mit den Booten, die lasse ich dann erkunden, wie sie Genau. wollen. Aber so die Grenzen. So, eine Einheit benötigt Befehle. Was dann? Was schicke ich die jetzt hin? Ich schicke die mal hier hoch. Brauchen die noch eine Runde für, um da hinzukommen? Ach, jetzt wollte ich gucken, wie lange meine Siedler brauchen noch 8 Runden. Gustav Adolf. Das Acht Runden, ist meine. der Schwede, oder? Das ist der Schwede, ja, genau. Und der Äthiopier ist Haile Selassie. Mulle, Wulle, Wulle. Ja, bei mir ist gerade auch nicht sehr viel spannend. Ich bin einfach mal erkunden. Es wird nachher auch noch dazu kommen, dass man halt verhandelt. Manche möchten Güter von einem haben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Färbemittel habe oder Salz, ist das sehr begehrt, was andere Städte haben möchten. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß, aber das war das, was die Leute mal von mir haben wollten. Ja, halt kommt drauf an, was die Bürger wollen. Genau, dann fragen die an. Da kommt, wer ist das hier? Ach, das ist Gustav. Hast du ihn auch entdeckt, den Hey! Gustav? Meine Speer werden angegriffen. Die Mistkerne. So, ich lerne jetzt mal Fallen stellen. Jetzt kann ich hier Wald abholzen. Zitronen. Ich mache jetzt aber mal hier so. Ja, ich hätte es wahrscheinlich erst abholzen sollen. Die kriegen auch Erfahrungspunkte. Genau, aber kämpfen oder so. Die sollen aber mal flüchten. Die sollen sich gar nicht mit denen anlegen. Also der Bautrupp kriegt keine. Ja. Nur die Krieger und sowas, Nur die die Kämpfer. Kampfeinheiten halt. Ach scheiße, meine Speer kriegen es gerade richtig aufs Maul. Rüstig auf die Fresse. Hallo, Oh wieso? fuck. Ja gut, das war's glaube ich mit meinen Speeren. Nee, einer lebt noch, aber der wird nicht fliehen können. Fuck, ey. So, nächste Runde. Der kann sich auch selber regenerieren, hier sieht man schon. Ich kann die befördern, ich kann hier sofort Heilung. Das werde ich tatsächlich jetzt gleich machen. Das ist eigentlich rausgeworfen. Rausgeschmissene EP. Genau, ich kann Kann aber. Survivalismus.
Unterschied zwischen Niederlage und Sieg ausmachen. Genau, deswegen werde ich das jetzt machen, um gegebenenfalls noch einen Angriff auszuhalten. Ich will die nicht verlieren. So, jetzt kann ich hier das nächste... Oh shit, da kommen Barbaren! So, ich kann die jetzt angreifen. Ist ja voll die Action bei dir. Ja, Mist, die habe ich nicht kommen sehen. Ich werde jetzt hier die Bronzeverarbeitung machen. Oh, verdammt. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ja, jetzt... Ach. Da laufen die Äthiopier Dann rum. gibt's hier noch irgendwo ein Barbarenlager bei mir bestimmt in der Nähe. Ach, fuck. Ja, die werden jetzt wahrscheinlich auch hier meine Goldmine plündern. Oh Mist. Ich kann wieder eine Politik einführen. Jetzt sind natürlich meine Siedler fertig und wenn ich Pech habe, übernehmen die die. Ah, die kannst du aber retten, ne? Ja, aber ich habe im Moment keine Einheiten bei mir. Ich würde dir was rüber schicken, aber ich bin ganz schön weit weg von dir. Ich laufe jetzt hier einfach weg. Ich hoffe, das war nicht dumm. Ich brauche unbedingt Krieger. Also das wird sonst nichts hier. Die müssen meine Stadt verteidigen. Ah, eine Karawane kann ich auch bauen. Ach komm, nee, erst Speer. Hast du schon Siedler? Habe ich jetzt gerade fertig. Ich habe jetzt nächste Runde meinen Siedler fertig. Ich weiß gar nicht, habe ich gerade Siedler? Also auf jeden Fall habe ich gerade ein bisschen Angst, dass die Barbaren, wie man hier sieht, die sind hier gerade meine Ländereien am Plündern. Produktion, was baue ich denn jetzt? Jetzt könnte ich natürlich schon anfangen, Wunder zu bauen. Das Dumme ist, wie weit sind die anderen schon mit Wunder bauen? Das ist immer so eine Sache, weil wenn ich die baue und ein anderer die errichtet, dann ist der ganze Fortschritt, den ich gemacht habe, für den Arsch. Ich habe die, was ich jetzt mal kurz sagen möchte, ich habe die jetzt hier gerade in Stellung gebracht, dass sie sich heilen. Also sie bleiben jetzt ein paar Runden hier stehen, bis sie sie wieder vollkommen geheilt haben. Ja, das wollte ich eigentlich nur gesagt haben. Genau, Oh das Mist! Verschanzen. Ah Mist, da kommen direkt die nächsten Barbaren, weil da ist ein Barbarenlager. Die laufen. Ach, jetzt haben sie mich eingekesselt. Ich kann jetzt hier nur weglaufen. Meine Pferde sind eingezäunt. So, meine tollen Siedler laufen noch da. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Die Barbaren haben hier schon alles eingenommen. Da unten, da werde ich die Stadt errichten. Oh, es hat schon der erste das Zeitalter Klassik erreicht. Während wir immer noch in der Antike rumdümpeln. Was jetzt natürlich gefährlich ist, die sind sehr nah an meinem Bautrupp. Ich kann eine neue Politik einführen, deswegen werde ich das hier machen. Und nicht so. Und ich hoffe jetzt nicht, dass sie auf meine Bauern gehen. Da habe ich ein Problem. Oh, ich denke mal, die Äthiopier sind Barbaren, weil die auch so rot sind. Ja. Singapur strebt nach Kultur. Das ist sehr schön für Singapur. Das sind so Mini-Aufgaben, um bei den Stadtstaaten halt ein bisschen besser im Status zu stehen. Also von neutral zu befreundet zu verbündet. Ich stelle mich hier gerade ziemlich scheiße. Ach, jetzt haben sie. Ach du Scheiße, Barbarenlager entdeckt, jo. Gut, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt haben sie meinen Bautrupp eingenommen. Das ist echt scheiße. Jetzt stehst du da, wo ich meine Siedler hinstellen wollte. Wo ich meine Siedler hinstellen wollte. Fuck, ja, okay, dann gehe ich hier unten hin. Mist, die haben einen Bautrupp. Wie man hier sieht, rot. Oh, ich stelle mich jetzt aber auch gerade echt kacke an. Das ist jetzt echt scheiße. So, ich errichte meine zweite Stadt. Und direkt verbunden, das ist ja schön. Temok. Temuak? Das ist ein scheiß Name. Ich muss die unbedingt umbenennen. Dann erfinde ich erstmal das Rad. Und was kannst du Schönes machen? Du kannst natürlich nicht viel machen, weil du brauchst halt ewig. Dann baue ich hier direkt mal. Was baue ich denn? Hätte ich jetzt gewusst, wäre ich nach oben gelaufen. Aber jetzt werde ich hier unten die rechte Ecke übernehmen. Ach nee, komm, ich baue erstmal hier. Ja, genau. Oh Gott, hier ist ein Barbarenlager plus nochmal extra Barbaren. Finde ich gar nicht schön. Ach, Scheiße! Nein! Oh je, das klingt ja sehr gut bei dir. Die haben meine Siedler. Echt? Fuck, Das ist ja. mies. Das Die ist sind echt nämlich direkt mies. hier rechts unten. Verdammt! Ja, jetzt habe ich echt ein Problem, weil ich habe keinen Bautrupp mehr. Ich habe... Meine Speer sind ziemlich im Arsch da oben. Ja, könnte besser laufen. Ganz schön barbarisch hier. Scheiße, ey.
Das hatte ich auch noch nicht. Blödes Beispiel. Oh fuck, oh fuck, jetzt greifen mich die Barbaren auch an, das gefällt mir nicht. Ich kann aber auch gerade nicht viel machen. Okay. Ja, toll. Ich brauche einen Bautrupp auf jeden Fall. Ich kann jetzt nur einen Bautrupp bauen. Und das dauert jetzt auch noch einige Runden. Verdammt. Ich habe jetzt Krieger. Zumindest, also. Also ich würde dir gerade gerne was rüber schicken, aber ich glaube mich selber gerade mit den Barbaren. Ja, dann werde ich meine nächsten Siedler hoffentlich nach oben schicken. Shit, ey, das ist jetzt echt nicht so gut. Die Stadt ist fertig. Ich könnte jetzt einen Zirkus bauen. Ich könnte eine Ah, Karawane Mist, ey. bauen. Ah. Ich könnte auch Stonehenge anfangen, aber. Ist jetzt gerade bei mir echt ein bisschen unspannend, weil ich krieg's hier gerade ziemlich auf die Fresse. Wie man hier sieht, ist schon eine galerisch... Oh, Barbaren. Oh, verdammt, ey. Singapur verlangt nach einem Handelsweg. Ja, nee, als ob ich so früh im Weg bis da oben Handelsweg baue. Was? Die Barbaren greifen meine Stadt an. Ja, was mache ich jetzt? Ich darf einen Glauben errichten. Na, ich muss ein paar... Ich hätte mehr auf Soldaten gehen sollen, um mich zu verteidigen. Ja, es ist immer auf die, kommt immer auf die Lage an. Manchmal hat man nicht, so wie ich jetzt. Ich habe ein, zwei Barbarenlager, die mich ausgeräuchert. Was? Ihr habt meinen Bautrupp geklaut, ihr kleinen Bastarde! Also du kannst dich jetzt nicht beschweren, Mann. Also ich werde mich jetzt ein bisschen hier verschanzen. Das hat so keinen Sinn. Habe ich jetzt Bautrupp mal, barbarisch. damit ich ein bisschen hier mein alles regenerieren kann. Danach werde ich Siedler bauen und werde dann doch wahrscheinlich hier oben hingehen. Ich hoffe, dass mir Singapur das nicht wegnimmt, weil das wäre echt scheiße. Ach, scheiße. Wir machen jetzt auch eine längere Folge, oder? Weil Ja. bei Siedler fände ich es echt... Ah, bei Siedler. Bei Civilization fände ich das echt anstrengend. Siedler, das war die Einheit, die du nicht mehr hast. Ja, streu noch ein bisschen Salz in die Wunde. Immer gerne, immer gerne. So, jetzt ist mein Bautrupp wieder hier. Dankeschön. Werdet Ihr ihr jetzt ein verpisst euch bisschen direkt. verschanzen? Hast du dieses Valhalla Rising, oder heißt das so? Dieses Strategiespiel gesehen von den Machern von Siedler? Ja, habe ich gesehen. Sah sehr cool aus. Ja, finde ich mich auch. Aber es ist leider, glaube ich, nur Einzelspieler. Aber es sah sehr lustig aus. Fand ich mich auch. Hallo Schweden, verpisst euch, das sind meine Barbaren. Ich mach die kalt. Fuck, da kommen jetzt... Ah nee, das ist nicht. Das sind keine Barbaren. Ich habe das Rad entdeckt. Ja, Juhu. schön für dich. Dann kann ich jetzt direkt mal Segeln entdecken. Boah, ich zeig's gerade, wie man's nicht spielt, ey. Ich hab's ja so übelst aufs Maul bekommen. Mein Problem ist gerade. Shit, und meine Speer werden gerade wieder eingeholt. Naturwunder entdeckt. Der Kilimandscharo. Was? Da spawnen die direkt hinter mir Bogenschützen. Ihr kleinen Ba. Boah. Fuck die mich ab. Fuck, ey, meine Speer werden jetzt auch gerade... Ich lotse mal die Barbaren zu dir. Na super. Arschgeige. Hast du oben rechts bei dir das Barbarenlager ausgeräuchert? Ja, das ist Das tot. ist gut, weil es wird bei mir noch angezeigt, aber... Fuck, ey, ich muss hier weg. Jetzt greifen hier die Schweden auch noch ein. So. Mein Bautrupp. Boah, die Säcke, die waren gerade eine Mine am Bauen, weißt du? Und dann entführen die die einfach. Einheitenbeförderung. Mach ich nochmal den hier. Das Dumme ist, wenn ich jetzt die Barbaren umlege, krallen sich die Schweden das Barbarenlager. Und dann kriegen die die Belohnung. Arschgeigen, ich habe eine Karawane. Boah, das ärgert mich gerade, dass es so scheiße bei mir läuft, ey. Ja, passiert. Streitwagenbogenschütze. So, ich weiß nicht, ob sich das gerade lohnt, was ich mache. Es könnte auch voll in die Hose gehen. Machen wir das eigentlich abwechselnd? Die Sicht der Wir können Folgen? das gerne abwechselnd machen. Also es ist, weiß ich jetzt nicht, ob sich das... Ich wusste es! Diese verfickten Schweden! Diese Ich verfickten... räuche die Barbaren aus und die nehmen sich das Lager, die Pimmel, ey! Oh,
Die Äthiopier sind orthodoxe Ostkirche. Diese Wichser! Schweden, die müssen sterben. Ich habe Kapstadt entdeckt. Nur so nebenbei. Was für Arschlöcher. Oh. Ach, scheiße, das war ein dummer Zug. Barbarenlager entdeckt? Was? Wo? Was? Da oben sind auch Barbaren. Ja, überall sind Barbaren. Heul nicht. Überall Barbos. Mir haben sie einfach alles weggenommen. Ich pflück jetzt, ich lasse mein Bautrupp erstmal Baumwolle pflücken. Ach, das sind Äthiopier, mein Gott, warum sind die auch rot? Es war hellrot und dunkelrot, aber das macht ja kaum einen Unterschied. Okay, ich kann eine neue Forschung wählen. Ich muss jetzt mal kurz nochmal gucken. Ihr habt das Segeln entdeckt. Yay. Bogenschützen wäre eigentlich. Ich baue jetzt Bogenschützen. Ich brauche ein bisschen Verteidigung. Kriegt zu viel aufs Maul. Steinmetzkunst brauche ich. Ich schicke meinen jetzt erstmal zurück. Ich bin ja fröhlich am Erkunden. Ich habe auch schon Schweden und Äthiopien gesehen. Aber ich habe keine Ahnung, wo die ihre Stadt errichtet haben. Alter, jetzt sind die Barbaren wieder in mein Lager eingedrungen, ne? Ich möchte sie einfach nur fisten. Mit meinem So, was baue Pfeil. ich jetzt? Ich baue jetzt. Versuche ich nochmal Siedler zu bauen? Ja, Hast du komm. nicht zurückgekriegt? Ich greife jetzt erst an. Ach so. Bei dir sind. Ach, das bist du. Ah. Ich baue trotzdem welche, kann auch nicht schaden. Hast du die Äthiopier schon gesehen da? Ja, die laufen die ganze Zeit an meiner Grenze, sind die Jetzt könnte ich ja rumgelaufen. schlechte Witze machen, ne? Aber ich. Du kannst nur schlechte Witze machen, also. Oh. Ah. Oh. Der tat mir weh. Tief in meinem So, Herzen. jetzt repariere ich das hier mal. Ich könnte eine Triere bauen. Das wäre auch eigentlich ganz cool. Wie man hier an dieser Flagge sieht, du übernimmst nicht dieses Lager. Das ist meins. Da sind meine Siedler drin. Ich schwör's dir. Ich sehe es kommen, ich sagte, das sind alles Arschgeigen. Wo sind die Barbaren hin? Da oben. Die hole ich mir jetzt erstmal, die kleinen Pimmelbeere. Ey, Äthiopier, fickt euch. Fickt euch. Denkt erst gar nicht. Wenn ihr diese. Boah, ey, ich. Fick euer Land. Also Äthiopier, ich sage ja, wir haben beide schon Hass auf die, die müssen sterben. Wie, ich kann die nicht Fuck, angreifen. jetzt habe ich meinen Speer da reingeschickt. Naja, gut. Nächste Runde. Ey, Äthiopier. Ich sehe sie immer näher kommen zu dir. Lasst es. Ey, ich schwöre euch, lasst es. Ach, ist das schön. Boah, ich mach euch fertig, ey. So, jetzt Nee, muss die ich erst müssen die weg. Verfahren hier ausräuchern, ey. Die gehen mir schon die ganze Zeit auf den Sack. Oh, meine Plantage steht. Da könnte ich noch eine Mine errichten. Steinmetzkunst habe ich erst in 2 Runden. Nächste Runde. Das gibt's doch nicht. Jetzt komm, sind da so Kack-Bogenschützen von den Barbaren. Wie, ein Gegner ist in der Nähe. Was? Stirb. Den schicke ich jetzt dahin, dann macht er erstmal nichts. Nichts tun, yay. Fuck, ey. Dann muss ich mal langsam eine Straße zu meiner Stadt errichten. Das Rad. Gut. Bei mir ist gerade Trommel im Hintergrund. Ja, Äthiopier, jetzt lauft ihr weg, ne? Jetzt lauft ihr weg! Boah, ey. Naja, jetzt habe ich wenigstens meine Siedler wieder. Was mir aber gerade nichts bringt, weil meine. Wahrscheinlich ist, weil die Bogenschützen mich töten. Scheiße, ey. Äthiopier, ey. Ich mir. Ah! Die kommen mir zur Hilfe, glaube ich. Die Äthiopier? Ich glaube schon. Ach, die wollen doch nur alles selber einnehmen. Ich kann damit nicht viel machen. Oh, ich bin nicht mehr der mit dem Ersten, sondern die Äthiopier sind die Ersten. Hallo, wir müssen die vernichten. Wir verbinden uns und teilen ihr Reich auf. Ich habe jetzt New York gebaut. New York. Ja, meine Städte haben nicht so schöne Namen. Ich hätte Deutschland nehmen sollen. Weil die Deutschen so viel schönere Namen Ja, haben. da hast du wenigstens Düsseldorf.
des Arin! Erachtens. Anstatt Moso und Kani. Temoak. Das klingt wie So. ausgekotzt und ausgeschissen. Boah, Karawane 75 Runden. Nee. Ja, in der zweiten Stadt ist meistens erstmal Ja. tote Hose. Was baue ich denn da? Muss ich gerade überlegen. Da baue ich einen Bautrupp? Ja, komm, ich baue einfach einen Bautrupp. Ich baue eine Triere. Heißt das Triere oder Triere? Triere, oder? Weiß nicht. Was, wieso? Achso, ich muss nächste Runde drücken. Manchmal drücke ich nächste Runde und dann muss ich auf einmal nochmal nächste Runde drücken. Ja, ich passe das auch manchmal. So, Oh, ihr was hab ich denn? Kackbogenschützen. Hier scheint Schweden zu sein. Ich habe Schweden gefunden. Gespannt, wen wir noch haben. Also die Schweden, ich habe die Grenze gefunden. Die sind so gesehen nördlich von meiner Hauptstadt, ganz weit nördlich. So, jetzt seid ihr tot. Barbaren. Babos. Äthiopien, fickt euch. Geht da weg. Geht da weg einfach. Aber die sind die Äthiopier, die Schweden. Die Stadt Temoak ist gewachsen. Oh, Bobban! Scheiße, direkt hinterm Berg, ey. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, lass mich der Erste sein. Ihr Arschbarbaren! Fickt euch! Und damit habe ich mein erstes Wunder gebaut. Ich habe nämlich den Artemis-Tempel vollendet. Das kann mir keiner mehr wegnehmen. Außerdem meine Stadt weg dann schon. So, ich muss eine neue Produktion wählen. Ja, Stonehenge wäre jetzt zu riskant. Boah, das wäre natürlich sehr geil. Das war ein Risiko, aber. Ich könnte aber auch. Ne, ich gehe erstmal hier drauf. Scheiß auf Wunder. Meine Bogenschützen, die verpissen sich jetzt da erstmal. Wenn die Schweden sich damit rumkloppen, ist deren Problem. Da ist noch ein Barbarenlager. Alter, ich mach mich fertig. Überall sind bei dem Barbarenlager. Die sind doof, die auszuräuchern. Sollen sich hier erstmal verschanzen? So. Achso, nächste Runde. Aha, das ist so schön. Was haben wir hier? Ich kann neue Eis. Forschung wählen. Lager. Tatsächlich werde ich das Bauwesen weiter erforschen. Okay. Ich wollte jetzt so gleich auch so langsam mal die Folge beenden. Okidoki. Karawane, die hier baut Eisen. Eisen. Im Moment läuft's hier. Es fluppt. Die Musik ist ein bisschen kacke, die ist mich nach Kultur abgestimmt. Ich hab die ganze Zeit so Trommeln und sowas. Ach so, nee, bei mir geht's Geige. Okay, sollen wir sagen, hier beenden wir die Folge? Ja, beenden wir hier die Okay. Folge. Was ist deine erste Einschätzung für dein Städtchen? Also langsam geht's aufwärts. So, ich werde jetzt gleich die nächste Stadt bauen. Die Barbaren haben mich ganz schön gefickt, Ja, ne? mich schon echt wirklich. Also ich habe, aber ich habe ja meinen Bautrupp wiedergeholt, New York Na, errichtet. hast du geschafft. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Ciao.